Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Filmreif, das Format für garantiert fauliges Obst und Gemüse, hier auf unserem Kanal Extended Cut. Letzte Woche haben wir schon über James Cameron gesprochen, heute geht es um Steven Seagal, Mimik wie ein Stein, Ausstrahlung wie eine Ananas. Heute würde man ihn wahrscheinlich unter dem Namen Dwayne Rock Johnson kennen. Steven Seagal ist Träger des siebten Dan im Aikido und im Aikido Shihan. Siebter Dan bedeutet, er ist in der Rangliste des Dans auf Rang 7, was so viel wie Großmeister bedeutet. Er ist also ein Großmeister in der Kampfsportart Aikido. Steven Seagal ist 1952 in Michigan geboren. Er ist Filmregisseur, Produzent, Schauspieler, Musiker, Polizist und Kampfsportler. Er besitzt die US-amerikanische, die russische und die serbische Staatsangehörigkeit. Er ist sogar dicke mit Putin. Im Jahre 1988, als das Actionkino sich so langsam dem Ende näherte, brachte er sein Filmdebüt raus, Above the Law. Bei uns heißt der Film Nico. Dort spielt er die Hauptrolle und hat den Film sogar produziert. Das ist Nico, ein Geheimagent, der in Vietnam das Überleben lernte. Nico hat den schwarzen Gürtel sechster Dan in Aikido und Freunde in der Mafia. Danach kamen noch Hard to Kill, zum Töten freigegeben, Deadly Revenge, das Brooklyn Massacre, Alarmstufe Rot 1 und 2 und Auf brennendem Eis raus. Bei diesen Projekten hat er jeweils Schauspieler und Produzent übernommen. Bei Auf brennendem Eis hat er sogar Regie geführt. I know we've had our disagreements. How much money is enough? I don't need that kind of problem right now. Get rid of the problem. You mean mercenaries? Now this land has a friend. In you, I've seen a great spirit. These people have a warrior. Did you beat up on this little native man? And this corporation... Find me a buddy or find me the man. ...has a big problem. Was diese frühen Werke von Steven Seagal so besonders gemacht hat, waren, dass sie actionreich waren, dass sie spannend waren, zumindest der damaligen Zeit entsprechend. Also das, was wir heute von einem Dwayne Rock Johnson gewohnt sind, war damals Steven Seagal. Die Filme waren mit handgemachten Effekten versehen und was die Filme noch besonders gemacht haben, war Steven Seagals Kampfsportart Aikido. Man kannte ja Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, die haben immer geboxt oder geschlagen, gehauen, die konnten einfach alles. Das war so das, was man als Amerikaner bzw. aus dem Ausland so von diesem Action-Kino kannte. Jean-Claude Van Damme konnte auch ein paar Roundhouse-Kicks, Chuck Norris konnte auch ein paar Roundhouse-Kicks, Chuck Norris ist sogar unsterblich, das wissen wir alles. Aber Steven Seagal hat dann etwas etabliert, und zwar den Aikido auf die Leinwand. Aikido ist eine Kampfsportart, die sich darauf spezialisiert, dass man nicht angreift, sondern dass man angegriffen wird. Man provoziert den Gegner so weit, bis der Gegner jemanden angreift, und dann verteidigt man sich eigentlich nur. Und das sieht dann ungefähr so aus. Komm schon, Kampf! Mach ihn fertig! Das Ganze sah sogar relativ gut aus, zumindest für die damalige Zeit, und es war auch etwas Frisches in diesem Action-Genre. Das Ganze ging dann ungefähr bis Mitte der 90er, bis 1995. Danach scheinen sich die Geister unter den Fans. War Steven Seagal dann noch gut in Filmen wie Glimmer Man, Fire Down Below oder Exit Wounds mit dem Rapper DMX? Aber bei welchem Punkt sich Action-Fans auf jeden Fall einig sind, nach Exit Wounds mit DMX und Steven Seagal ging es bergab mit dem Action-Star, mit dem einzigen Action-Star. Oh mein Gott. Direct-to-DVD-Ware am laufenden Band und um Steven Seagals trainierten, schallharten Körper wurde es auch immer runter. Heute sieht der einstige Actionstar so aus. Heute ist Steven Seagal nur noch ein Schatten seiner selbst. Er rollt von Filmset zu Filmset und wird in seinen Kämpfen gedoubelt, wenn er denn überhaupt kämpft und nicht nur einfach in dem Schatten in der Ecke rumsitzt. Die Choreografie lässt zu wünschen übrig, die Action ist nicht mehr so knackig und die Spannung, ja, ich weiß, die damaligen Filme waren jetzt auch nicht wirklich herausragend spannend, aber heute lassen die Filme wirklich an Spannung missen. Es ist einfach gar keine vorhanden. Heute ist Steven Seagal, und so kann man das wirklich betonen, ein kläglicher, herumwälzender Wurm geworden. Deine Zeit ist schon lange vorbei, Steven, und damit meine ich nicht Steven Spielberg, sondern Steven Seagal, und zwar schon seit 1995, sogar 2 Jahre vor Titanic. Heute nur noch eine karottenfressende Matsch. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Nächstes Mal geht es um einen ganz speziellen Mexikaner. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Abonniert uns, auch unsere Social-Media-Kanäle.
aktiviert die Glocke, Däumchen nach oben natürlich, da wo der Himmel noch so schön scheint. Ja, und wenn ihr etwas habt, ein Kommentar, etwas ganz Spezielles, vielleicht jemanden, den ihr hier gerne besprochen haben wollt, auseinandergenommen haben wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, wir können auch diskutieren, bin ich gern dabei. Und ja, ansonsten, auf Wiedersehen. Aikido! It's for my wife. Fuck you and die.